Hallihallo Freunde und herzlich willkommen, mein Name ist KeyShnellP und wir spielen direkt weiter. Ab geht's hier mit der Zwischensequenz, denn, ja, wir haben jetzt Leila getötet, die Frau von dem verrückten Dexter. Und, ja, dann schauen wir doch einfach mal, wie wir uns jetzt schlagen. Los geht's. Ach, da stehen wir. Ich sehe mich schon. Ihr auch? Yes. Hitman. Absolution. Aber ich glaube, der Heli ist schon weg. Kann das sein? Und die Frage ist, wo fliegt der hin, der Dexter? Countdown, Part 3. Oh Gott, ist das neblig. Blake Dexter eliminieren? Spitze. Leider sehe ich ihn nicht. Irgendwie sehe ich Dexter gar nichts. Sind die Sprengladungen gelegt? Negativ, Sir. Die Sicht hier unten ist gleich null. Wir brauchen mehr Zeit. Over. Okay, ja, den Typen kann ich mir cachen. Wenn Leila in 5 Minuten nicht zurück ist. Okay, Bewegung, Leute. Ihr habt ihn gehört, die Uhr tickt. Wo zum Teufel sind die übrigen Sprengsätze? Da hinten. Viel Glück beim Suchen. Oh. Hört ihr das? Verstanden. Scheiße. Voll verkackt hier. Wir haben hier keinen Zutritt. Oh Gott, was ist das denn für Fighter, sag mal. Die stehen doch direkt hinter mir, die haben mich doch gleich. Komm schon, mach was, Hitman, mach was. Oh Gott, voll die Elite-Fighter hier. Oh, jetzt aber. Keine Pannen diesmal. Holen wir uns seinen Skalp. Das ist genau wie damals in Sierra Leone. Bist du das, Glatzkopf? Du hast gerade deinen letzten Fehler. Hier wird geschossen. Guten Flug. Okay, also wir dürfen uns wohl echt nicht erwischen lassen. Zeitlimit haben wir auch. Hey, Wichser! Wo ist mein verfluchtes Geld? Versuch Nummer 2. Das wird spaßig, den Typen zu töten. Ich glaube, so schnell geht das nicht. Sind die Sprengladungen gelegt? Sicht hier unten ist gleich null. Wir brauchen mehr Zeit. Over. Erledigen Sie es. Wenn Leila in 5 Minuten nicht zurück ist, begraben wir den Bastard unter Schutz. Sir. Okay, Bewegung, Leute. Ihr habt ihn gehört, die Uhr tickt. Wo zum Teufel sind die übrigen Sprengsätze? Da hinten. Viel Glück beim Suchen. So. Kenne ich den nicht von der Akademie? Zumindest sind wir schon mal verkleidet. Was schon mal spitzenmäßig ist. Das eigene Gebäude in die Luft jagen, um ein. Müssen uns ein bisschen beeilen hier. Zwei Einheiten, ein Helikopter. Achtung, Alpha-Einheit. Scheiße, wir müssen uns beeilen. Kacke Minen oder was? Verdammte Axt. Fuck. Was geht denn hier ab? Können wir mal einer sagen, wie ich da rüberkommen soll? Ah, verstehe. Stell dich doch mal wieder hin hier. So. Fuck. Wie zur Hölle komme ich da rüber? Niemand löst irgendwas aus, bis ich es sage. So. Dexter ist schon mal tot, Spitze. Oh, ist er geflogen.
Hat er gerade noch geschrien, ob ich den platt gemacht habe, den Penner? Nice. Weiter geht's. Nee, ich hab sie gefunden. Wie geil. Da kommt doch irgendwas dazwischen wieder. Und wo ist eigentlich Birdie? Vergib mir, Lenny. Mein Geld. Ihr Geld. Hier haben sie es. Na komm. Gehen wir. Es ist vorbei. Das Spiel wird doch jetzt nicht zu Ende sein. Lieber 47. Das gibt's doch gar nicht. Wenn Sie diesen Brief lesen, bin ich vermutlich so schnell? Niemals. Sie haben mich als Verräterin erschossen. Und Travis hat gewonnen. Überlassen Sie ihm nicht auch das Mädchen. Seine Abteilung hat ohne Wissen der Agency genetische Experimente durchgeführt, aus denen Victoria hervorging. Lassen Sie ihr die Wahl, die Sie nie hatten. Beschützen Sie Victoria und töten Sie Benjamin Travis. Epilog Absolution. Viel Glück, 47. Alle Zivilisten wurden vom Gelände eskortiert. Wir sind ungestört. Travis, ist die Leitung sicher? Was gibt's? Wir haben das Familiengrab der Burnwoods gefunden. Sehr gut. Beginnen Sie mit der Exhumierung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Sie sich davon erhoffen. Wir haben alles gründlich untersucht. Diana Burnwood ist an dem Tag gestorben. Wir haben die Polizei und die Autopsieberichte. 47 hat ihren Tod selbst bestätigt. Was wollen Sie denn noch? Wir haben 47 schon öfter unterschätzt. Nein, die Sache stinkt. Burnwood kann ihren Tod auch nur vorgetäuscht haben. Sie würde sie mit links in die Irre führen. Oh mein Gott, ist das schwierig hier. Wie machen wir das jetzt am besten? Epilog heißt auf jeden Fall Ende. Aber mit Glück ist es nur der Epilog. Von Kapitel 3. Mit Chance. Oh fuck, wie komme ich da nur durch? Ziegelstein. Nice. Was zum? Zentrale, irgendwas geht hier in meinem Sektor vor sich. Bleiben Sie dran, während ich mir das ansehe. Oh mein Gott. Und jetzt kommen die nächsten Mongos hier hoch, oder wie? Scheiße, ich habe nur einen Ziegelstein. Aber... Hey, ist da jemand? Fuck. Aber ich könnte ja theoretisch... Scheiße. Ja gut, da müssen wir vielleicht auch mal mein Snipergewehr nehmen hier. Wo sind denn die Saftnasen? Da hinten. Die kriege ich doch. Ach, und Scheidepp war das auch. Hätte ich das mal vorher gewusst. Wo sind denn die? Da ist er. Ich habe auch nur noch 5 Schuss. Komm hoch. Fahr, komm raus da! Komm! Ein Schuss nur noch. Ich bin bereit.
Wie ist die Situation? Ah! Mann am Boden! Mann am Boden! Los, egal! Okay, ganz cool. Wenn ich mich jetzt umziehen könnte, das wäre toll. Wenn ich mir den hier schnappe vielleicht. Wir haben Sichtkontakt mit dem Ziel. Wo denn zur Hölle? Ah. Wir kriegen den Kerl. Los! Da versteckt er sich. Hinterkopf! Neues Magazin! Ich muss irgendwie rauskommen hier. Zielperson verschwunden. Spitze. Zielperson ist weg. Ja. Okay, cool. Verloren. Das hat schon mal gut funktioniert. Bin der Zielperson auf der Spur. Okay, also hier war schon mal das Grab. Ob sie da nur drin war oder nicht, das weiß ich nicht. Kann ich hier nicht runterspringen? Scheiße. Hey, was geht? Ganz cool. 31? Ach, schade, dass ich nicht die 47 habe. Naja, man kann nicht alles haben. Alles. Zentrale, wir werden möglicherweise angegriffen. Bitte um Verstärkung. Bestätigen Sie. Oh, fuck. Yes. Der Aufsichtsrat vermutet bereits, dass wir wegen Hope gelogen haben. Wenn sie erfahren, dass sie unsere Ressourcen genutzt haben, um einen Friedhof zu finden, werden sie Fragen stellen. Warum Burnwood wirklich übergelaufen ist, über ihr kleines Forschungsprojekt. Ja, dann kommt alles ans Licht. Aber ich werde nicht untergehen, nur weil sie von einer Toten besessen sind. Der Aufsichtsrat wird glauben, was ich ihm sage. Sie wollen in der Oberliga mitspielen? Das ist ihre Chance. Nutzen Sie sie. Oder schreiben Sie schon mal Ihre Grabrede. Ja, Leute, viele werden sich vielleicht wundern, warum ich so wenig rede andauernd. Ich sag's euch, es ist einfach scheiße spannend. Und man möchte einfach die Story verfolgen. Auch wenn man irgendwie Let's Playen will. Oder ich Let's Play auch, aber irgendwie bin ich geflasht von der Story einfach. Okay, dann werde ich die mal töten hier, die Tante. Achtung! Zielperson hat sich verkleidet! Fuck! Zielperson ist getroffen! Oh, oh, oh. Ja, das überlebe ich doch nie. Ich hab's erwischt. What the hell? Gut, jetzt kann ich ja wieder ein bisschen quatschen. Also, ich finde schade, dass das Game offensichtlich gleich zu Ende ist. Aber wer weiß, was Square Enix da für eine Überraschung geplant hat. Denn ich habe irgendwas von 24 Stunden Spielzeit gehört. Und das waren mit Sicherheit keine 24 Stunden Spielzeit. Das waren eher 8 oder 9. Vielleicht auch 10 Stunden Spielzeit, aber mehr waren es auf gar keinen Fall. Könnte auch damit zusammenhängen, dass ich hier durch einige Level regelrecht gerusht bin. Sie wollen in der Oberliga mitspielen? Das ist Ihre Chance. Ich weiß es nicht. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich die Tante da platt mache. Jade eliminieren. Vor ein paar Monaten hätte sie uns nicht mal angesehen. Warum ist der Sack sie auf einmal Befehle? So, wir schauen uns auf einmal erst einmal hier die Dings an, den Auftrag. Ich habe mein Versprechen gehalten. Victoria ist in Sicherheit. Ihre Zukunft gehört nun ihr. Nur eines bleibt noch zu tun. Travis. Er ist irgendwo da draußen und versteckt sich hinter seinen ICA-Truppen. Seine Feigheit wird nur noch von seiner wachsenden Paranoia übertroffen. Genau so soll es sein. Ich, eine Zielperson,
ein Auftrag. Und ich weiß genau, wie es enden wird. Ich weiß es auch. Wir werden natürlich gewinnen. So, wo ist denn jetzt hier die gute Tante? Wie machen wir die jetzt mal am besten platt da, die Dame? Warum geht er in diese Richtung? Hey, deine Hose ist offen. Wenn das der Sergeant sieht. Gern geschehen. Von wo aus können wir denn hier mal rumballern? Ah, okay. Die Zielperson wird also hier lang gehen. Sie ist nicht Doktor. Offenbar. Aber nicht unersetzlich. Und hier stehen bleiben. Okay. Dann weiß ich, was ich zu tun habe. C4 hinpacken und warten. Scheiße. Hey, entweder sie gehen wie ein normaler Mensch oder sie gehen gleich gar nicht mehr. Süß, ah, okay, das ist ein anderer. First, hey, vergiss den Grillabend am Sonntag nicht. So, ich habe das C4 auch mal weggesteckt hier zur Abwechslung. Na, ich hoffe, die kommt hier lang irgendwie. Ah, man kann es auch werfen. Nice to know. So, komm schon, Mädchen. Na komm. Oh fuck, du gehst in die falsche Richtung. Mist. Warum die Warum geht er in diese Richtung? Okay. Ich gehe auf dem Hügel in Position. Melden Sie sich, wenn Sie die Leiche haben. Meine Wachen feuern auf... Wow. Ich hab was gefunden. Melde eine Detonation in meiner Nähe. Ich gehe nachsehen. Achtung! So. Die Tante haben wir erledigt. Jetzt nichts wie weg hier. Oh mein Gott. Ja, am zweiten Versuch hat es dann auch funktioniert. Und raus. Ach, erstmal noch das Schloss knacken hier. Meine Güte. Aber ich finde die Aufträge hier in Hitman auf einfach wirklich viel zu einfach. Also das ist wirklich so. Ach du Scheiße, was ist das denn alles? Was sind das denn für drei Jungs? Die Pat... Prätorianer eliminieren, okay. Travis an Prätorianer. Höchste Alarmstufe. Schließt die Reihen und schießt auf jeden, der sich nähert. Wenn ihr wirklich die Besten seid, könnt ihr es jetzt beweisen. Da bin ich immer gespannt. Boah, fuck. Okay. Zentrale, keine Spur von der Zielperson. Suche weiter. Ja, die hätte ich mal vorher sehen sollen, vielleicht. Ich muss mich irgendwie von hinten ranschleichen. Das nützt ja nichts. Okay. Haben die mich gesehen? Ja, ich glaube schon. Alter, stirb doch! Was hat denn der hier für Skills, sag mal? Headshot. So, der erste ist schon mal weg. Das Gute ist, das Minenfeld ist auf meiner Seite. Da ist er. Komm her. Ich habe auch nicht so viel Munition irgendwie.
Warum funktioniert mein Slow-Mo-Action eigentlich nicht? Komm her. Kannst du knicken. Die kriege ich so nicht. Ich will aber auch ungern hochgehen. Komm schon. Komm schon. Komm, 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 komm. Komm schon. Ich sehe dein Köpfchen. Nicht bewegen. Komm her. Oh Scheiße, ich brauche Waffen. Ich glaube, ich habe den Typen nicht einmal getroffen bisher. Okay, Plan B. Nahkampfangriff. Jede Menge. Fuck. Matthias, Cohen, bitte kommen! Ziel ist getroffen! Er schießt wie ein Amateur! Haltet die Köpfe unten und nähert euch! Sichern und laden! Zentrale, ich werde beschossen! Oh mein Gott! So, der ist auch weg. Ich habe aber nur noch 14 Schuss. Leider. Zeig dich, Honey. Zwei Schuss nur noch. Ja, das war's. Aber ich habe noch meinen Sniper. Wo ist der Sack? Komm schon. Ich glaube, er weiß, dass ich einen Sniper habe. Zielperson verschwunden. Ziel in Sicht. Yes. Mit dem letzten Schuss erwischt den Sack. So, jetzt gucken wir mal, ob wir da auch hochkommen. Nee. Natürlich nicht. Scheiße, wie machen wir das denn jetzt am besten? Wir brauchen irgendwie einen Stein oder sowas. Ja. Wo geht's denn vielleicht noch hoch? Da hinten lang vielleicht? Nee. Da könnte man vielleicht runterkriechen. Irgendwie. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das zu schaffen ist. Ach, hier. Guck mal. Kante. So, und auf jeden Fall muss ich jetzt mal zu den Leichen gehen, denn ich brauche unbedingt Waffen. Ist da irgendwas dazwischen? Nee. Okay, was haben wir denn hier? Zack. Nice, schon mal. Hier noch ein bisschen Zusatzmunition. Spitze. Oh mein Gott. So, da oben können wir jetzt auch rein, ohne Probleme. Sprengladung nehmen wir natürlich auch mit. Was man hat, das hat man. Ach so, die platzieren wir hier, oder wie? Ah, Hilfe! Nicht, dass einer rausgerannt kommt. Einsatzziel vollendet. Da ist das Schwein. Komm her! Raffen es nicht. Sie sind so ein verblödeter Wichser.
Sie wurde geschaffen, um zu töten, genau wie Sie. Es wäre einfach nur perfekt. Zieh ab! Sagen Sie es mir. Ich würde ihn Alice abknallen. Ist sie wirklich tot? Diana. Haben Sie sie umgebracht? Das werden Sie nie erfahren. Ende. Abspann. Diana. Nee, tu, was sie du lebt tun musst. Noch. Oh mein Gott. Ziehen wir auf die beiden? Nice. Ein episches Happy End. Großartige Arbeit 47. Das Geld wurde auf Ihr Konto überwiesen. Willkommen zurück und vielen Dank. Gerne. Ja, und so wie es aussieht, haben wir das Spiel durchgespielt in kürzester Zeit irgendwie. Also das Let's Play kam mir sehr, 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 sehr kurz vor. Ja, ich freue mich natürlich, dass ihr das Let's Play so toll verfolgt habt. Und freue mich schon auf den nächsten Titel. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Schreibt es in die Kommentare, ob es euch gefallen hat, wie es euch gefallen hat und was ich als nächstes spielen soll. Ich wünsche euch alle noch eine schöne, schöne Zeit und bedanke mich. Ich bin raus. Euer Cajun LP. Wer sind Sie? Wollen Sie das wirklich wissen? Ich kann helfen, ihn zu finden. Wenn der Preis stimmt, natürlich.